Ja, hallo und willkommen zurück bei Conan Exiles. Hier an diesem schönen Morgen in unserem Camp. Lass uns gleich mal einen Blick ins Rad werfen. Hier ist... der Ausbilder ist fast fertig. Aber wir hatten ja auch noch diesen Tänzer hier drin und den werde ich jetzt gleich mal aufstellen. So, und da ist schon die Verderbnis weg. So schnell geht's. Ja, das machst du sehr gut. Das sieht, ja. So, ich war jetzt sehr, sehr lang unterwegs und habe irgendwelche Steine geholt. Wir haben hier 600 Ziegel drin und wir haben hier über 600 Ziegel drin. Der einzige Engpass, den wir jetzt eventuell noch hätten, wird nur durch die Zeit ausgemacht, denn hier sind noch einige Eisenverstärkungen in der Queue. Ich kann auch gleich mal noch ein paar mehr reinsetzen, denn davon werden wir ganz schön viele brauchen. Ich habe gerade nur 150, das sind alle, die wir haben. Da warten wir mal lieber noch, bis noch mehr fertig sind, dass wir dann da unser Gebäude weiterbauen können. Außerdem brauchen wir sowieso noch Dämonenblut, was wir mal heute versuchen werden, etwas zu farmen. Und dazu hätte ich ganz gern erstmal bessere Stats und bessere Rüstung. Und deswegen schauen wir doch hier mal in die Attribute rein. Hier war ich schon lange nicht mehr drin. Wir haben jetzt 166 verfügbare Punkte und die können wir doch mal vergeben, oder nicht? Lass uns doch gleich mal reingehen in Stärke, würde ich sagen. So. Und dann hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Vitalität gerne. Machen wir das vielleicht mal so. Stehvermögen ist die maximale Ausdauer. Dann würde ich die vielleicht einfach noch ein bisschen weiter leveln. Das ist jetzt zwar sehr teuer von den Punkten her. Aber ich komme tatsächlich noch auf den letzten oder vorletzten Punkt. Deine Standardangriffe kosten weniger Ausdauer. Das ist doch gut. Dann kann man ein bisschen länger zuhauen, bis einem die Ausdauer ausgeht. Okay. Dann lasse ich erstmal die letzten 13 Punkte noch. Bis zum nächsten Mal. Schauen wir mal auf die Talente. Denn wir sind jetzt schon Stufe 57. Also es fehlen eigentlich nur noch 3 Level bis Max. Und deswegen kann ich doch hier gleich mal etwas mehr freischalten. Gehe ich mal rüber hier beim Bau. Ich glaube, hier war nichts, was ich jetzt unbedingt brauchte. Aber bei Dekoration auch nicht. Bei Überleben, da wollte ich hin. Und zwar gehärtete Stahlwerkzeuge. Einfach mal freischalten. Dann können wir nämlich auch gleich die Sternmetallwerkzeuge freischalten. Die werden wir später brauchen. Wir können den Schmelzer Großmeister freischalten für die beiden besten Öfen, die es gibt. Wir können den Schmied freischalten für die besten beiden Schmiedewerkbänke, die es gibt. Das gleiche mit dem Gerber. Das gleiche mit dem Zimmermann. Wir können uns den... Oder machen wir gleich... bis wir Sternmetall bekommen, das wird noch eine Weile dauern. Ich baue mir die erstmal, das Häutemesser aus gehärtetem Stahl, würde ich sagen. Dann schalte ich erstmal nur das frei. Dann geht es hier weiter runter. Wir können den Meisterkoch freischalten. Dann sparen wir uns nämlich den Herd zu bauen, den ich immer noch nicht gebaut habe. Und bauen gleich den verbesserten Herd. Zack. So, dann können wir noch den großen Brunnen freischalten. Weiß gar nicht, was man dafür braucht. Aber der ist auch, denke ich mal, ganz nützlich. Kesselflicker, Geselle brauche ich, glaube ich, erstmal nicht. Gehen wir rüber zu den Waffen. Hier wollte ich noch was freischalten. Und zwar hier unten. Den Waffenschmied Meister, damit wir diese Upgrades bauen können. Dann wollte ich nochmal rüber zur Rüstung. Und wollte mir diese Barbarenrüstung freischalten. Hier gibt es auch einen Heavy Set, was, wenn ich mich richtig erinnere, relativ billig zu bauen ist. Das könnten wir den Begleitern und den Wachen geben. Für mich selber würde ich gerne eine Nordheimer Heavy Rüstung bauen, falls wir die notwendigen Sachen dazu haben. Das weiß ich gerade noch gar nicht. Räuberrüstung, weiß ich nicht, ob die gut sind. Wir könnten auch die hier freischalten. Ich schalte mal auch die hier frei, der mächtigen Zivilisation. Schauen wir uns einfach gleich mal an in der Rüstungswerkbank, denn wie gesagt, ich will mir gleich eine bessere Rüstung bauen. Wir haben hier die verbesserten Werkbänke für den Rüstungsmacher. Schalten wir auch gleich noch frei. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. 39 Punkte nur noch. Denn ich wollte noch den Rüstungsschmied Lehrling, beziehungsweise hier gleich alles durch freischalten. Da können wir nämlich die Rüstungsplattierung bauen, die Rüstung dann nochmal verstärkt.
Okay, soweit, so gut. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen. Religion, haben wir ja gesagt, sind wir soweit durch mit. Dann werfen wir doch mal einen Blick rein hier. Das hier müsste die Heavy Nordheimer Rüstung sein. Schwere Vanier Schulterplatte. Da brauchen wir die schwere Polsterung und Stahlbarren. Und das müsste bei allen Z-Teilen so sein. Mal mehr Stahlbarren, mal weniger. Okay, was braucht man für die Heavy Polsterung? Wo ist die denn? Ah, hier. Einfach nur verstärktes Leder. Okay, also wir brauchen verstärktes Leder und Stahl letztendlich. Mehr ist es nicht. Stahl. Und verstärktes Leder. Eins, zwei, drei, vier. Den Helm können wir uns später bauen, solange ich noch meinen legendären Helm habe und der noch nicht allzu sehr beschädigt ist, würde ich erstmal den weitertragen. Die Rüstung, die müsste plus Stehvermögen geben, das heißt, meine Ausdauer müsste sich damit noch weiter erhöhen, was eigentlich so der Hauptgrund ist, warum ich diese Rüstung eher bauen will. Aber die hat auch einen ziemlich guten Rüstwert. Ich glaube, eins der besten Rüstwerte, die wir im Moment hier irgendwie zusammenkriegen können, durch selbstgebaute Rüstung. So, ich baue gerade noch ein bisschen Zwirn, damit wir uns noch die Armor-Upgrades bauen können. So, rein da, verstärktes Leder und dann könnten wir die dicken Rüstungsplattierungen machen. Und zwar brauchen wir vier Stück davon. So, die Rüstung ist fertig. Na, das schaltet uns gleich noch ein paar Punkte in der Reise frei. Ist doch auch ganz nett. Ein paar Sekunden später. Okay, Nummer 3. Dann verbessern wir die anderen Teile noch. So. Dann haben wir unsere Heavy-Rüstung. Und den Hut. Und dann geben wir unsere Rüstung ihr hier zum Beispiel. Sie habe ich übrigens schon beim Stein. Ach so, sie hat sogar noch Steine hier. Sie habe ich beim Steinholen ein bisschen gelevelt. Stufe 6 ist sie jetzt. Dann kann sie hier mal bessere Rüstung haben. So, nehmen wir unsere Sachen wieder, die ich kurzzeitig weggelegt hatte, um Steine zu sammeln. Eine Sache habe ich übrigens noch vergessen freizuschalten. Ich hoffe, jetzt reichen die Punkte noch. Und zwar hier, größeres Rad der Schmerzen. Das Rad brauche ich jetzt erstmal nicht bauen. So viele Slots brauchen wir jetzt gar nicht für die neuen Rekruten. Aber ist das hier die? Ja, genau. Das ist die Werkbank des Folterers. Ich will hier mal die Stahlkeule bauen. Mit einem Ast Stahlbarren und 15 Leder. Außerdem bauen wir uns gleich den Aufsatz für die stumpfen Waffen. Den hier kann ich noch nicht bauen, wegen gehärtete Stahlbarren habe ich gerade nicht. Bauen wir uns erstmal den normalen. Mit 10 Stahlbarren. Und dann bauen wir uns noch die Stahlkeule. Und dann gehen wir auch los in Richtung Stadt. So. Das verbessern, dann haben wir eine gute Stahlkeule. Die Eisenkeule kann ich. Ja. Na, wenn ich sie Schleppo gebe, dann benutzt ihr die ja wieder. Und rumschleppen will ich sie auch nicht. Nee, mache ich auch nicht. Dann komm mal mit, Schleppo. Wie sieht's aus? Hast du noch was zu essen? Noch nicht so richtig. Geben wir dir mal noch was. Oh, und jetzt ist hier der Vollstrecker fertig. Dann ziehen wir den da gleich rein. Oh, der kann schweben. Das ist ja ein guter Skill. Okay. Jetzt haben wir natürlich keinen Auszubildenden, der hier davon profitieren kann, dass wir jetzt diesen NPC dort haben, aber das kommt wieder. Das kommt wieder. Macht euch keine Sorgen. So, ich esse mal was, damit meine Energie voll wird. Dann geben wir Schleppo sein Essen. Und dann würde ich sagen, gehen wir los. Wo ist mein Pferd? Da. Ja, die Eisenverstärkungen sind ja noch am Craften. Das heißt, wenn wir wiederkommen, dann würde ich es mal versuchen, die da noch ein bisschen weiter zu bauen. Aber erstmal brauchen wir Dämonenblut. Und außerdem wollte ich mal versuchen, bevor wir wieder nach Hause kommen, einen Schatzsucher mir zu fangen. Dieses Wort benutzen wir hier nicht. Ihm einen Arbeitsvertrag anzubieten, meine ich.
Deswegen auch die Heavy-Rüstung und die ganzen Upgrades, die wir jetzt gemacht haben. Die Stahlkeule und so. Denn die hauen ziemlich zu. Oh, guck mal, hier ist doch die Imp-Höhle. Ah, komm, dann lass uns da durchgehen. Vielleicht können wir ja ein paar Dämonenblut... Dämonenblut? Mehrzahl von Dämonenblut? Was sind die Mehrzahl von Blut? Haben Sie eine Grundschule besucht? Keine Ahnung. Weg mit euch. So, wir interessieren uns hier nur für die Imps, die nur Tierhaut geben. Frechheit. Ja, wahrscheinlich geben alle nur Tierhaut. Wenn ich hier überhaupt mit einem Dämonenblut rauskomme, dann ist das wahrscheinlich schon gut. Ach Gott. Stirb. Stirb. Vielleicht wäre es besser gewesen, mit einer richtigen Spitzhacke, also mit einem Pickel hier reinzugehen, aber ich weiß es nicht. Bin nicht sicher. Also bisher noch nicht ein Dämonenblut. Ne, nix. Nicht explodieren, du kleiner Racker. So, Sprengdrüsen. Boah, hier kommt echt gar nichts raus, ne? Oh, ist das bitter. Ist das frustrierend. Gibt's hier noch einen Boss oder sowas? Nee, ich glaube, hier gibt's nur diese Scheiß-Imps. Ach, das ist doch blöde. Reiten wir einfach weiter. Tun wir mal so, als wäre das hier alles nicht passiert. Ach ja, da sind wir wieder. In der Unnamed City. Da sind wieder die Fledermäuse. Aber ich wollte es heute eigentlich mal bei diesen Mini-Dragons versuchen. Allerdings habe ich auch nicht so richtig den Plan, wo die sind. Ich glaube, die waren relativ weit unten. Tja, Erda war, glaube ich, nicht feindlich. Ob man die hier findet... Ah, könnte sein. Könnte sein, dass die hier einfach... Oh Gott. Ja, da ist schon mal der Große. Und um den Großen herum waren doch auch immer noch die ganzen Kleinen. Oder nicht? Oder irre ich mich da jetzt so gewaltig? Scheinbar irre ich mich. Hier sind keine Kleinen. Hey, aus dem Weg, Skelette. Vielleicht sind die hier... Ah, da hinten, oder? Da hinten ist einer. Ja, guck ihn dir an. Ah, hier sind noch mehr. Okay, die sind also so seitlich. Dann werden wir jetzt aber erstmal wahrscheinlich... Ah, fuck, jetzt habe ich ihn angelockt. Nein, das wollte ich doch nicht. Ich wollte doch erstmal die Skelette entsorgen, die mir jetzt hinterherlaufen, oder nicht? Guck mal, da kommt Schleppo und der hat... Ach ja, der hat ein Skelett im Gepäck. So, wie viel Hitpoints hat der? Wow, der... Oh, fuck. Das ist mies. Den ganzen Skeletten hier ist mies. Komm, Schleppo. Let's go. Doch mal das scheiß Skelett weg hier. Das nervt doch nur. So. Jetzt haben wir es. Perfekt. Boah, das Ding 4 Hitpoints, ey. Kannst du dir nicht ausdenken. Was für ein Aufwand. Wenn der nicht irgendwie 100 Dämonenblut gibt, dann weiß ich auch nicht. Oh. Okay. Jetzt bleib doch hier. Jetzt ein Dämonenblut. 4. Nochmal 4. Ja, 8. 8 Dämonenblut. Naja, könnte schlimmer sein. Aber ist halt auch weit davon entfernt, gut zu sein.
Okay. Das war der nächste. Komm, gib mir Dämonenblut. Gib mir Dämonenblut. Dämonenblut, Dämonenblut. Boah, das war nicht viel. Das waren diesmal nur 4. Jetzt haben wir 12. Hab langsam den Eindruck, dass wir hier noch ein paar Folgen auf unser Dämonenblut warten müssen. Kann doch hier nicht Ewigkeiten rumreiten und nach Dämonenblut suchen. Echt gedacht, die Drachen bringen mehr. Können ja nochmal nach einem Schatzsucher schauen. Nur wenige Minuten später. Tja, also, da hinten ist eine Gruppe. Und der Kollege hier ist der Einzige, den ich einzeln wegziehen konnte. Das Game will mir aber keinen Namen anzeigen und der bewirft mich hier die ganze Zeit mit Molotow-Cocktails. Ist bestimmt so ein linker Randalierer. Glaub nicht, dass wir den mitnehmen wollen. Am Ende besetzt er nur unser Haus. Dann müssen wir die Polizei rufen. Dann gibt's Demonstrationen und Straßenschlachten. Nee, ich glaube, ich suche lieber weiter. Noch etwas länger als nur wenige Minuten später. So, ich habe jetzt noch einen Moment gewartet, bis es hell wird. Und hier vor mir steht eine. Ich glaube, die kann ich einzeln von ihrer Gruppe wegziehen. Das müsste gehen. So, komm mal mit. Nur nicht zu weit. Da hinten sind noch die Fledermäuse. Ach, ist doch noch ein Speerkämpfer. Die mag ich ja so. Dann nehmen wir den Knüppel und dann probieren wir es. Alles klar, dann bringen wir die nach Hause, stecken sie ins Rad rein. Müsste ja jetzt auch deutlich schneller gehen, dadurch, dass da ein T4-Ausbilder anwesend ist und die Aufsicht hat. Dann können wir noch ein Stück vom Gebäude bauen und vielleicht nochmal die Nachbarn besuchen und uns da eine Nachschubmaterialienkiste holen. Na, bist du schön am Tanzen? Das ist ja gut. So, rein mit dir. Reliquienjäger. Keine Hyänen diesmal? Doch, da kommt eine. Wie sich hier eine halbe Armee gleich in Bewegung setzt. Wegen der Hyäne. Cool, so. Dann haben wir ja, tja, Dämonenblut. Ist leider nicht viel. Ich pack schnell das Loot weg. Und nehmen wir die ganzen Materialien, die wir brauchen zum Bauen. Und dann machen wir an dieser Stelle da weiter. So, als erstes müssen hier noch zwei Fundamente hin. Oder vielleicht sogar mehrere. Ich mach mal 4 hin. Denn hier soll dann so eine Art Treppe in die zweite Etage hinkommen. Und hier vorne irgendwie... Ja, wo bauen wir denn den Eingang? Hier? Ja, lass uns den Eingang am besten hier bauen. So, dann fehlen jetzt nur noch die Wände. Okay, ich denke, jetzt kann man damit anfangen, die Decke einzuziehen hier oben. Dazu brauchen wir... Ich glaube, die heißen einfach nur Decke. Ziegeldecke, ja, aber auch noch das Dreiecksteil davon. Wie heißt das denn? Ziegelkeil, ah ja. Okay, und das war's auch schon. Mehr... Ja, es fehlt an den Eisenverstärkungen leider.
Ziegel haben wir genug und wir haben auch genug Holz noch, aber Eisenverstärkung fehlt uns. Aber wir sind schon mal ziemlich weit gekommen. Wird jetzt dann hier noch die Decke fertig machen beim nächsten Mal, wenn wir wieder genug Eisenverstärkung haben. Und dann oben drauf den Kartenraum stellen. Und hier unten, ja, hier unten können wir dann ausbauen mit Craftingstationen und so. Würde ich dann nach und nach umräumen. Aber naja, für den Kartenraum fehlt uns ja immer noch das Dämonenblut. Na gut, beenden wir die Folge noch mit einer Nachschubskiste. Hier, du, dich hatte ich doch schon angefangen zu leveln. Dann komm mal mit. Du hast Essen. Du hast eine Waffe, auch wenn es nicht die beste ist. Aber völlig wurscht. Für die hier, die brauchen wir keine gute Waffe. Vielleicht finden wir ja sogar noch einen NPC, den wir mitnehmen wollen. Lass uns einfach mal schauen. Oh, das war ein Level-Up für mich. Da ist noch ein bisschen hohe Rüstung. Irgendwelcher Kram. So, du musst jetzt aber mal zuhören. Und niemanden angreifen. Falls hier wirklich irgendwas ist, was wir haben wollen, dann sollten wir das schon mitnehmen. Aber Kämpfer 1 gehört definitiv nicht dazu. Kämpfer 2 auch nicht. Aber die haben alle gutes Zeug dabei. Ah, Mist, die hat ja jetzt nicht so viele Slots, um hier irgendwas zu tragen. Na gut, die Rüstung kann sie tragen und hier sind wir ja auch schon beim Träger. Hallo. Und was bist du, Rüstungsmacher 1? Interessiert nicht. Was ist der andere da? Für einer. Kannst du mir mal was... Na, Schmied 1 nur. Gut, dann mach du mal den Schmied 1 weg. Ich mach den Kämpfer weg. Die legt ja richtig los hier. Komm, hier nehme ich nur die Eisenbarren. Hier irgendwas dabei gehabt? Ja, auch Eisenbarren. Dankeschön. Und die Nachschubskiste. So, ich denke, das waren auch schon wieder alle aus dem Camp. Oder sehe ich hier noch jemanden? Da hinten ist... Ah, naja, das ist nur wieder ein Bogenschütze. Da auch. Die Bogenschützen finde ich gar nicht so spannend. Das sind dann eher die Berufe... Oh, Eisenverstärkung. Das brauchen wir. Rinde nehme ich auch mal mit. Genauso wie die Tierhaut. Dann muss ich das abgeben. Und dann kann ich hier noch irgendwas droppen. Zum Beispiel... Das und das und das. Und dann können wir auch wieder zurücklaufen. Ja, und ich würde sagen, das war's auch schon von dieser Folge. Haben ja einiges gesehen, einiges gemacht. Das Gebäude, was hier entsteht, wird langsam. Wir brauchen noch mehr Eisenverstärkung. Ich befürchte so langsam, wenn wir hier auch noch ein Dach drauf machen wollen und noch ein paar Wände unten einziehen, boah, dann könnte es wirklich sein, dass uns das Eisen hier nicht ausreicht. Vielleicht gehe ich bis zur nächsten Folge... Ja, vielleicht mache ich das einfach so, dass ich bis zur nächsten Folge noch einmal Eisen holen gehe. Und ein bisschen was einschmelze hier in den Öfen, die sind ja auch wieder frei. Die kann ich hier mal gleich anstarten, damit er wieder Ziegel produziert. Tja, und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ich finde noch irgendwie einen guten Weg, Dämonenblut zu farmen, damit wir dann rechtzeitig, wenn das Dach oben fertig ist, also die zweite Etage, dass wir da den Kartenraum auch hinstellen können. Im Moment fehlt uns dazu noch irgendwas zwischen 110 und 120 Dämonenblut. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Interesse. Wenn es euch gefällt, lasst den Daumen nach oben da. Abonniert gerne auch den Kanal und dann bin ich jetzt mal raus für diese Folge. Lasst es euch gut gehen, wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder.